Hallo und herzlich willkommen. Wieder hier mit mir, nur einer von vielen. Und ja, heute The Escapist 2. Ist vorhin rausgekommen. Ich weiß nicht, irgendwann ist es im Laufe der Nacht oder im Laufe des Morgens oder... Ja, dann gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen grob rumgeguckt. Man kann jetzt hier seinen... Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch ging. Ja, bestimmt nicht so enorm, ne? Man kann sich hier seinen Charakter wunderschön individualisieren. Damit fangen wir mal an hier. Stellen wir uns mal einen tollen Charakter hier. Den Bibette. Da Name habe ich schon mal eingegeben. Kann man sich ja aussuchen, ob der so ein bisschen dicker oder dünner sein soll. Ich bin halt nicht so der Korpulente, ne? Deswegen mache ich mich halt hier ein bisschen dünner. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so machen können. Erstellen wir uns erstmal einen Charakter. Ja, wie sehe ich denn aus? Ich glaube, das passt schon so ungefähr, ne? Gucken wir, was haben wir denn hier sonst noch so für Frisuren? So? Ne, das sieht mir zu gestriegelt aus, ne? Oh. Das hat was. Aber das ist ein Frauenkopf, ne? Das sieht mir aber ziemlich nach Frau aus hier. Oder ist das ein Mann? Obwohl, Frau und Mann hier zu unterscheiden, nur an der Frisur, ist recht schwer. Aber das ist ja wohl ganz eindeutig eine Frauenfrisur, oder? Na, okay, gucken wir hier mal. Oh, mit Kopfhörern, oder wie? Oder sind das Ohrschützer? Ohrwärmer? Nee, das gefällt mir auch nicht. Irgendwie hier so ein bisschen so... Ja, das sieht doch, glaube ich, gut aus. Was haben wir denn da noch? Hier haben wir Bärte. Nein, ich bin gut gepflegt. Ich habe keinen Bart. So. Sieht aber auch ein bisschen komisch aus ohne Bart, ne? Als ob der keinen Mund hat. Jetzt hat das ein bisschen von, Breaking Bad, ne? Finde ich. Ich glaube, ich behalte den. Ich behalte den Bart. Noch eine coole... Soll man da eine Mütze da drüber ziehen? Nee. Nee, komm. Ich finde, so sieht der schon ganz gut aus. Die Brille ist auch nicht schlecht, finde ich. Haben wir hier vielleicht noch eine coolere Brille? Nee, das ist schon gut so, ne? Und nehmen wir hier so eine Funky Fresh. Wie sieht denn meine Brille aus? Geh mit meine Brille hier. Ja, ist schon so ähnlich, ne? So oder so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich finde beides nicht schlecht. Nee, so, man sieht die Brille so besser, ne? Ich glaube, ich lasse den so. Ein bisschen was von Walter White, finde ich. So klein, so ein bisschen. Okay, machen wir hier mal. Komm, bestätigen. Ist gut so. Ja, damit haben wir uns hier einen eigenen Charakter gemacht. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Spielen hört sich gut an, ne? Ich will mir halt später mal dann den Multiplayer angucken. Da warte ich aber halt noch auf meine Mitspieler. Deswegen gucken wir uns mal hier an, ob es hier auch wieder so eine Kampagne gibt. The Escapist 2 ist ein Open-World-Spiel mit dem Ziel, aus dem Gefängnis zu fliehen. Ach, echt jetzt? Ja! In diesem Spiel kannst du viele verschiedene Dinge tun und es gibt viele Fluchtmöglichkeiten. Wie du fliehst, liegt ganz bei dir. Die Frage ist, ob wir da überhaupt rauskommen, ne? Ich bin nicht so der gute Ausbrecher, muss ich sagen. Also, beim ersten Teil habe ich nicht mal geschafft, überhaupt aus irgendeinem Knast rauszukommen. Nicht mal aus dem Tutorial. Ja, mal gucken, ob das hier besser wird. Der Escapist 2 verfügt über eine komplett neue Steuerung. Aha. Okay, das hier sagt mir jetzt nichts. Precinct. Das ist bestimmt der Knast oder so, ne? Ja, fangen wir mal an. Gefängnis wählen. Ja, das ist wohl das erste hier, ne? Info. Ein Tutorial-Gefängnis. Nur für Einzelspieler, ja. Dieses optionale Gefangenenlager für Missetäter ist der ideale Ort, um die Grundlagen zu lernen oder aufzufrischen, die du bei einer Inhaftierung brauchst. Ja, hört sich gut an, ne? Man kann jetzt hier auch richtig Online-Multiplayer spielen, oder wie? Ich habe gedacht, da geht nur mit Freunden. Ich mach jetzt hier erstmal so mein... Wir gucken uns das mal eben an hier. Keine Spiele verfügbar. Was war denn hier? Hier sehe ich... Ah, guck mal, Amax ist online. Was ist das denn hier? Sind das alles Leute, die schon spielen? Hat sich Sepp das auch schon geholt? Sepp? Hallo Sepp? Guckst du gerade zu? Bist du dabei? Schreib mal was. Oh, ich glaube, hier sind doch schon einige. Five, hast du dir das auch schon geholt? Sehe ich hier gerade, weil dann könnten wir vorher doch schon zusammenspielen. Ich mache hier erstmal eben so ein Einzelspieler-Ding, ja? Erstmal so die Grundlagen. Komm, nehmen wir jetzt hier den Knast hier. Precinct. Ich habe irgendwie Probleme, das Wort hier auszusprechen. Neues Spiel. Ah, komm jetzt hier. Ab geht's! So, Escape ist zu. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob das meine Steam-Liste ist oder nicht, ja. Ja. Hier, oh, toller, epischer Vorspann, muss man ja sagen. Also noch geht's uns hier richtig gut. Das ist ja wie im Paradies, würde ich sagen. Ach so, das war nur ein Traum. Nein. Oh. Also, ich habe gerade erfahren, okay. Also die Online-Spieler, die wir da gerade gesehen haben, das war also meine Steam-Liste und nicht Leute, die sich das Spiel geholt haben. Ach so, schade. Ja, okay, jetzt hier gucken wir uns mal das Tutorial an, ne? Irgendwie werden wir wohl schon schaffen, hier rauszukommen. Ich öffne das Pult mit E und benutze die linke Maustaste.
ich bin echt schlecht in dem Spiel, ne? Das ist mir klar. Achso, hier haben wir schon mal Seife und eine Socke drin. Das ist ja gut. Können wir uns doch schon mal eine Waffe draus machen, ne? Ich fertige eine Waffe, indem ich C drückte. Ach, der erzählt jetzt alles in der Vergangenheit, ja? Ich bin hier also der Erzählbär. Indem ich C drückte, um zu überprüfen, welche Gegenstände ich so für ein Ding brauchte. Ich wählte sie aus und verband die beiden Gegenstände, indem ich die linke Maustaste benutze. Okay, dann machen wir das mal. Linke Maustaste hinzufügen. Ja, ja, und dann fertigen. Ah! Eine Sockenkeule! Was ist jetzt los hier? Darf ich auch hier raus? Hallo, Freunde! Beim Appell gab ich mein Bestes, ruhig zu bleiben und fragte mich, wussten Sie, dass ich etwas ausheckte? Nein, niemals. So, wir müssen uns hier genau richtig aufstellen, in Reihe und Glied, ne? Aufgepasst, alle zusammen! Die Zellen von folgendem Abschaum sind heute dran. Wie, du nennst mich Abschaum? Eigentlich müsste ich jetzt direkt mit der Socke drauf losgehen, ne? Chuck und Pip. Ah, zum Glück nicht ich. Oder wie heiße ich denn hier überhaupt? Ich bin jetzt ja noch nicht ich, ne? Wachmann Lockhart, aha. Ah, oh, zum Glück nicht in meine Zelle, ne? Nochmal Glück gehabt. Was sagt mein Charakter hier? Meine Angst warf ich über Bord, wie ich das mein ganzes Leben mit modernen Werten getan habe. Und ein Insasse namens Chuck war von Interesse für mich. Ich hatte das Gefühl, dass der grüne Pfeil an der Treppe mir etwas sagen wollte. Echt jetzt? Meint ihr? Hm. Gucken wir mal, was sagt mir denn der grüne Pfeil? Dass ich da hochlaufen kann, ne? Ah, ist aber... Okay. Wer bist du denn hier? Bist du Pip oder wie? Nee, ah, Chuck. Hallo, Chuck. Als keiner hinsah, legte ich mit Tab die Sockenkeule an, erfüllt vom Verlangen, diesen Ort zu verlassen, griff ich mit linke Maustaste an und versuchte, ihn niederzuschlagen. Okay, die Geschichte haben wir jetzt schon gehört. Dann gucken wir uns mal an, ob das Ganze auch geklappt hat. Linke Maustaste, also komm, Chuck, oh. Da ging Chuck aber schnell down, ne? Während Chuck bewusstlos war, plünderte ich den Schlüssel von ihm, indem ich mit E in ihre Tasche griff. Ach, Chuck ist eine Frau, ja? Aber der Bart von Chuck, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Mann, ne? So vom Namen und vom Bart her, aber... Naja. Ziemlich mächtiger Damenbart, was soll ich sagen? Oh, ja, da kommen gerade die Sanitäter, aber zur richtigen Zeit, ne? Ja, den Schlüssel haben wir. Dann benutzte ich schnell meinen Schlüssel zur Asservatenkammer. Ah, hier, das ist die Asservatenkammer. Ah. Ich öffnete das Pult mit E und stahl die Werkzeuge darin, indem ich sie auswählte und sie mit linke Maustaste nahm. Okay, dann machen wir das. Dann plündern wir mal. Was haben wir denn hier? Robinsons Spitzhacke. Robinsons Spitzhacke. Achso, okay, habe ich. Warte kurz, während ich meine Sonnencreme auffrische. Ah, ich verbrenne hier. Egal. Ich wusste, wo genau ich meine Werkzeuge nutzen musste. Und erneut ließ ich mich vom grünen Pfeil leiten. Okay, der grüne Pfeil ist echt praktisch, ja. Ob es den später auch noch gibt? Jetzt renne ich hier rum mit der Spitzhacke in der Hand und das juckt keinen. Okay. So, also wieder hier den grünen Pfeil nach. Alles klar, und jetzt? Um zu verbergen, was ich tat, hob ich das Bettlaken auf, indem ich E drückte. Okay, E gedrückt hielt. Machen wir das mal. Aha. Als ich daneben stand. Ich rüstete es mit Tab aus und hing es an der Zellentür, neben der Zellentür. An das Zellengitter. Achso, neben der Zellentür. Achso. Okay, dann machen wir das mal. Indem ich Leertaste drückte. Ah. Alles klar, so. Und jetzt können wir hier in Ruhe buddeln, ja? Kennst du den Spruch? Aus den Augen, aus dem Sinn. Nun, in diesem Sinne, hackte ich mit angelegter Spitzhacke und Leertaste die Zellenwand weg. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Spitzhacke anlegen und Zellenwand wegmachen. Na dann hack mal hier fröhlich. Oh, jetzt nicht da reingehen, mein Freund. Ich habe schon gedacht, jetzt werde ich wieder erwischt. 50%? Ja komm, was ist jetzt hier? Ah, ich hatte kaum mehr Energie, aber zum Glück war Essenszeit. Alles klar. Legen wir die Spitzhacke mal aus der Hand, geben wir mal schnell was essen. Ich ließ mich vom grünen Pfeil leiten, ging zur Markthalle, schnappte mir mit E ein Tablett und mit erstklassigem Fraß und setzte mich mit E auf meinen Platz. Okay, machen wir das. Nehmen wir uns halt mal ein Tablett. Wo kriegen wir jetzt? Ach so, das ist automatisch voll, ja. Mit E auf dem Platz. Das ist doch nicht mein Platz. Muss ich mir jetzt ein neues Tablett holen, oder was? Tablett nehmen. Ja, setz dich doch mal dahin, mein Freund. So. Starr vor Angst schaffte ich es zu essen, was mein Energieniveau wiederherstellte. Wo ist denn meine Energie überhaupt? Ach da, 100, alles klar. Da jetzt meine Energie wiederhergestellt war und die Freiheit winkte, schaffte ich es, das Essen, das ich verzehrt hatte, nicht auszukotzen, holte tief Luft und folgte dem äußerst hilfreichen grünen Pfeil weiter. Der grüne Pfeil ist echt praktisch, ja. Na gut, dann gehen wir mal schnell weiter buddeln hier, ne? Lasst mich hier raus, wir haben noch keine Zeit.
50%, okay. Oh, die Spitzhacke ist aber auch schon zu 50% kaputt. So, 25. So, jetzt haben wir noch Energie, ne? Endlich! Sind wir jetzt frei? Ne. Niemand konnte mich sehen. Also öffnete ich mit E das Pult, schnappte mir alles, was darin lag, indem ich jeden Gegenstand einzeln auswählte und auf linke Maustaste drückte. Was haben wir denn da? Adrenalinschuss ist gut. Und Robinsons Seitenschneider. Wunderbar, Hammer. Achso, jetzt muss ich hier noch... Ich hielt E gedrückt, hob das Pult auf und stellte es dann an der markierten Stelle unter die Lüftung ab. Okay, machen wir das halt. Okay, nee, das war wohl nicht ganz, was wir machen sollten. Hallo? Ah! So, und jetzt dahin. Nein, fast! Ja, hier, Positionierung klappt noch nicht so ganz. Ja, so. Und jetzt? Nachdem ich meinen Adrenalinschuss ausgewählt hatte, verbrauchte ich ihn mit Leertaste, drückte mich gegen das Pult, stieg drauf, legte meinen Seitensteller an und drückte Leertaste, um den Lüftungsdeckel über mir aufzuschneiden. Alles klar. Wofür braucht er denn den Adrenalinschuss? Aber gut, wenn er den unbedingt haben will, dann machen wir das doch mal. Leertaste, ne? Ah, haben wir drin. Dann den Seitenschneider. Kann der den jetzt nicht darüber ziehen? Wie funzt der? Komme ich da wieder raus? Hilfe! Jetzt? Nee, ich habe den noch nicht angelegt. Nochmal lesen hier. Drückte ich mich gegen das Pult, stieg drauf, legte meinen Seitenschneider an und drückte Leertaste, um das Lüftungsgitter aufzuschneiden. Ich hab den doch! Mach doch! Der tut den irgendwie nicht auf die 1. Tap. So, jetzt aber. Ja, endlich. Komisch. Und, gehst du jetzt auf? Sieht gut aus, ne? Ah, okay, muss man mehrmals machen. 50%? Jetzt geht es aber auf, ne? So, jetzt kommen wir da hoch. Mehr Sonnencreme bitte, die Hitze ist brutal! Dann kletterte ich mit E vom Pult. Okay, also haben wir schon mal gemacht. Das ist Glückseligkeit, goldene Strände, plätschernde Wellen. Egal. Nachdem ich mich nach rechts bewegt hatte, legte ich meinen Seitenschneider an. Achso, also müssen wir das hier nochmal machen. Dann machen wir das da mal auf. Und schnitt mich mit der Leertaste durch den geschlossenen Lüftungsdeckel, um nach unten zu kommen. Okay, mal gucken, wo wir da hinkommen. Ich riech schon die Freiheit. Ja, oh, hallo. Robinson-Schaufel, nimm die Schaufel. Haben wir? Ich schwitzte wie ein Schwein und sah aus, als ob ich gegen ein Feuerwehrauto gekämpft hätte. Ich legte mit Tab meine Schaufel an und begann wie wild zu graben. Da graben wir mal ganz wild hier. Grab dich in den Untergrund hinein. Ja, mach doch. Ach, genau vor der Tür. Ach so. Okay. Einer floh aus dem Nest. Ah, die nennen das hier liebevoll schon Nest. Ich bin gleich raus. Gleich bin ich raus. Ich habe ein gutes Gefühl. Ah, jetzt muss ich noch weiter buddeln. Ich bin noch nicht ganz frei. Aber fast. Ich holte alles aus meiner Schaufel heraus und grub mit Leertaste eilig, aber präzise weiter voran. Das sieht sogar richtig cool aus hier unten, ne? Ja, hör doch auf da. Weiter hier, nach vorne. Wo muss ich denn überhaupt hin? Weiter nach vorne, oder? Grab weiter nach oben in das leere Feld. So, jetzt grab ich nach unten, oder? War das richtig? Ah, doch, war richtig. Okay. Auf der anderen Seite des Fuhrparks sah ich etwas, das nützlich aussah. Ach, hier, das hier, meint ihr bestimmt, ne? Ja, nimm mit. Nimm mit das Ding. Hammer. Okay, ich ging zum Zaun, legte meinen Seitenschneider an und machte mich daran, die letzte Hürde zu nehmen. Indem ich Leertaste drückte und mit dem Schneiden begann. Okay, dann müssen wir uns jetzt nur noch hier durch das letzte Ding durchschnibbeln. Ja, das schaffen wir auch noch. Nein, nein, nein. Da, den sollst du nehmen. Und dann jetzt hier. Macht er das jetzt? Ja, er schnibbelt sich da durch. 50%, komm, gleich geschafft. Wir sind frei. Wir werden frei. Wir sind frei. Ich war draußen. Ich war endlich frei. Und jetzt können wir unserem Traum wieder nachgehen. Oh, endlich wieder zu Hause hier. Schön im Paradies. Ich bezweifle, dass sie mich jetzt noch erwischen. Ne, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt lässt es dir gut gehen. Was? Wie kommen die denn da? Nein! Nein! Die können mich doch nicht hier zu Hause abholen. Hier gibt es kein Auslieferungsabkommen. Jetzt wollen die auch noch meine Insel kaputt machen mit dem großen Schiff da, oder wie? Hör mal, Schweinerei! Okay. Du bist ausgebrochen! Wir haben es geschafft. Ich fühle mich richtig gut, ne? Also ich habe ein gutes Gefühl, das hier wird noch was. Also, ja gut, das war jetzt ja erstmal das Tutorial. Hat aber schon Spaß gemacht.
Ja.